Hallo Leute und herzlich willkommen zu Secrets of Grindea. Dieses Spiel ist noch in der Beta, immer noch. Wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, wird das Spiel seit 2011 entwickelt und ist noch aktiv in der Entwicklung und wir schauen rein in den Story-Modus. Es gibt auch einen Mehrspieler-Modus, den gucken wir jetzt nicht an. Ihr könnt das mit euren Kumpels zusammenspielen über das Internet. Kein Problem. Ich habe auch schon irgendwann mal reingeschaut, aber wir machen einen Empty Slot. Lasst uns mal gucken, was wir hier für einen Charakter erstellen. Muss man ein bisschen zufällig klicken, was das denn hier uns so vorgeschlagen wird. Vielleicht finden wir schon was Cooles. Der sieht super aus. Den mag ich. Und los geht's. Einen Namen, das ist der Lumpy. Und es geht los. Ich spiele mit Controller, weil das ist schön angenehm. Dann gucken wir mal, was hier abgeht. Soll ich das vorlesen? Guten Morgen, Kumpel, du bist früh auf. Oh, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Heute ist ein großer Tag, der Tag, an dem du Sammler wirst. Als ich dich zu deiner ersten Prüfung mitnahm, konntest du kaum laufen. Seitdem habe ich dich jedes Jahr mitgenommen. Aber dieses Jahr bist du endlich alt genug, um als Streiter teilzunehmen. Jeder in unserer Familie hat die Prüfung auf Platz 1 abgeschlossen. Deshalb erwarte ich eine Menge von dir, Junge. Haha, nur ein Scherz. Ich habe selbst den dritten Platz belegt. Keine Sorge, ich bin sicher, du wirst großartig sein. Du suchst lieber dein Zeug zusammen, aber vorher... Vor 30 Jahren lief ich genau dieselbe Straße hinunter, um genau dieselbe Prüfung zu bestehen. An diesem Tag gab mir dein Großvater eine Kleinigkeit, die mir auf dem Weg helfen sollte. Und heute gebe ich dir meinen wertvollsten Besitz an dich weiter, Junge. Dieser magische Beutel befindet sich seit Generationen im Besitz unserer Familie. Darin platzierte Gegenstände haben kein Gewicht und nehmen keinen Platz ein. Und du wirst, bis du sie wieder rausnimmst. Naja, der endlose Bodenbeutel, nenne ich ihn. Aber das ist nicht das Beste daran, Junge. Er ist nicht nur ein Beutel, er ist ein treuer Freund der Familie. Pass gut auf ihn auf. Du hast einen magischen Beutel bekommen, er... behält für dich die Übersicht über alle möglichen Dinge. Während jetzt das Drücken von Start die Zwischensequenz überspringen würde, würde Start während des Umherlaufens das Menü aufrufen. Benutze das Menü, um die Ausrüstung zu verwalten, Quests nachzulesen oder Einstellungen zu verändern. Beachte aber, dass das Spiel im Mehrspielermodus nicht pausiert. Sieh nur, wie spät es ist. Du gehst besser los und sammelst dein Zeug ein. Dein Schild ist in der Lagerhöhle. Oh, und hat sich Jonathan nicht vor einer Weile dein Schwert ausgeliehen? Ja, okay, alles klar. Also ab in die Höhle, ab zu Jonathan. No problemo. Das Ganze ist so ein bisschen im... Sie sagen selber im Super Nintendo-Stil gehalten, aber irgendwie ist das... Naja, jetzt hier... Ja, die Charakter sehen schon Super Nintendo-mäßig aus. Die Umgebung irgendwie. Finde ich es jetzt nicht so. Oh. Großvater Joe, hast du dich etwas vergessen, junger Mann? Wie kannst du die Berge nicht ohne Hedwig hinuntergehen, dass dir die Biene vom Leib hält? Wo deine Sachen sind, weiß ich das wissen. Du bist noch jung oder nicht? Mach deinen Spaziergang, seh dich um. Bla bla bla, die Jugend von heute, du Assi. Ja, ich vermute mal, dass hier kein Jonathan drin ist. Bist du Jonathan? Nee, du bist nicht Jonathan. Du bist Nüßbruden. Nee, heute ist die Sammlerprüfung. Du wirst dabei sein, richtig. Das ist so cool. Jonathan ist krank, darum geht Mama nicht hin. Aber Opa nimmt mich mit. Okay. Ach, hier wohnt Jonathan bestimmt. Da ist der kranke Jonathan. Hallo, Jonathan. Oh Mann. Das ist so lahm. Heute ist die Sommerprüfung und ich bin ins Bett gefesselt. Zum Glück bist du nicht krank. Das wäre echt ätzend gewesen. Ein Schwert? Ach ja, ich hatte einen Riesenspaß, bis meine Mutter es mir weggenommen hat. Ich wette, sie gibt es dir sofort zurück, wenn du danach fragst. Alles klar. Armer Kerl. Das hört sich nicht gut an, Junge. Lungenentzündung. Dein Schwert? Oh, richtig. Du kannst sofort dieses gefährliche Spielzeug sofort zurückhaben. Vielen Dank auch. Zum Glück, sage ich. Du wirst mir nicht glauben, was für Töpferrechnungen wir wegen diesem Ding gekriegt haben. Wow, okay. Ich habe einen Ärger raus verstanden. Ja, danke schön. Schwert zurückbekommen. Mit X kannst du schwingen. Ja, wir bleiben stehen beim... Lass mal ausprobieren. Krugscherbe.
Apfel. Lass mal schön die Einrichtung kaputt machen. Gut, und dann... Dort ist eine Höhle. Karotte. Noch eine Karotte. Die Musik ist toll. Ich bin versucht, die Hühner zu boxen, aber ich glaube, da passiert einiges. Oh. Nee. Schwert plus Kiste gleich bumm. Alles klar. Das habe ich schon vorher verstanden. Aber nett. Ich wette, das Spiel durchbricht regelmäßig auch die vierte Wand. Kann man das kaputt machen? Kann man das mitnehmen? Nein. Alles zerschlagen hier. Alles kaputt machen. Scherben. Wir brauchen ganz viele Scherben. Warum auch immer. Wir werden es irgendwann noch herausfinden. So, da müsste unser Schild drin sein, den wir mit A aktivieren. Alles klar. Ja. Da. Okidoki. So, Pilan, lass uns mal hier raus. Hallo. Bist du bereit loszugehen? Ja, mal sehen. Hier ist ein Schild, wie ich sehe, und ein Holzschwert. Gut, diese nervtötenden Schleime zu verhauen, ja. Falls du etwas anderes als ein winziges Schwert ausprobieren willst, kannst du ja versuchen, diesen Ast zu schwingen. Du hast einen großen Ast erhalten, eine Zweihandwaffe. Zweihandwaffen sind langsamer als ihre einhändigen Gegenstände, aber sie treffen hart und weit. Um Ausrüstung zu wechseln, öffne das Menü, Ausrüstung. Oh, eine letzte Sache noch. Die Angler unten am Fluss sagte, dass er dort ein paar zwielichtige Gestalten sah. Sehr vorsichtig, alles klar. Zwielichtige Gestalten. Immer her damit. Was jetzt? Ah, der Beutel spricht mit uns. Buh. Ja, richtig. Ich bin ein sprechender Beutel. Wippididu. Hör zu, ich weiß, dass dein alter Herr ihm ein paar herzzerreißende Dinge sagte. Aber lass uns die Sache gleich mal richtig stellen. Ich bin nur wegen der Beute dabei. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn ich dir meinen unbezahlbaren Rat anbiete, tue ich das nicht, weil ich dich mag, sondern weil du unnütz sein wirst, wenn du tot bist. Noch mehr als jetzt schon. Du redest nicht viel was. Na, das ist meine Sache, die ich an dir mag, nehme ich an. Hör zu, Junge. Tu einfach, was ich sage, und ich mache dich zum König des Sammelns. Aber alles zu seiner Zeit. Lass uns diese nervtötenden Schleime nutzen, um rauszufinden, wie schwach du wirklich bist, ja? Alles klar. Der ist ja doof. Wenn du diese Box siehst, gebe ich dir einen Tipp. Achte also darauf. Ja, okay. Was ist das? Weiß man nicht. Oh, da ist ein Schleim. Den boxe ich richtig hart in die Fresse. Okay, dann geht's hier. Level Up gibt's auch. Ich sehe da oben links den XP-Balken. Mhm. Häschen. Boah, Alter, der fällt ja richtig brutal um. Da tut mir schon ein bisschen leid, das Hasi. Oh, mal. Ist das Menü kurz an? Oh, hier gibt es viel zu tun. Da gibt eine Karte. Waffe. Equippen. Das Ding. So, jetzt haben wir einen Stock. Oh ne, der ist mir zu langsam. Nee, sowas mag ich nicht. Sowas mag ich nicht. Die da. Okay. Das ist noch ein Hasi. Respawn die? Hasi. Bam, 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 bam. Warte, Junge, Level up. Wenn du einen neuen Level erreichst, geh ins Startmenü und verteile deine Fähigkeitenpunkte. Okay, das machen wir. Wo machen wir das? Hier. Da, Fähigkeiten. Talente, Fähigkeiten. Magie, Stärkung. Okay, guck mal hier. Durchbohrender Ansturm, Level 0. Stürme mit einer Waffe voran und triff alle Gegner, die deinen Weg kreuzen. Klingenwirbel. Triff den Gegner vor dir mit deiner Serie des Blitzschnellangriffen. Das klingt gut. Geisterhieb. Bring einen Kriegsgeist hervor und fessle eine Reihe von blitzschnellen Hieben um umstehende Gegner. Beschwöre ein oder mehrere Truppbilder von dir, die bei jedem normalen Angriff Bonusschaden zufügen.
Weiche rückwärts aus und kehre zu dem kraftvollen Schlag zurück. Stylischer Ausweichen erhöht Schaden. Ich nehme das, wenn es geht. Equip Skill. Ah. Und Y. Der ist kraftvoll. Ein wenig, dass er gedrückt halten, um sie aufzuladen. Aha. Ah, okay, das ist schon ein bisschen. Oh, aua. Okay. Ah, rote Orbs aufsammeln für wunderschöne HP. Ist gut. Gut zu wissen. Was ist jetzt? Okay, ich könnte dann direkt die Waffe wechseln. Interessant. Haltmaterial, wir haben einen coolen Skill. Den benutzen wir auch. So, was ist das da? Ah, okay, mit einer Gießkanne oder so könnten wir das vielleicht wachsen lassen. Oh, wer bist du denn? Oh, das Leben hier oben ist so rein. Kein Schrecken oder Schein will ich sein. Da ist das nicht fein. Ja, okay. Gut. Alles klar. So, ich würde es ja gerne im Multiplayer spielen, aber... Hat euch vielleicht auch schon gewundert? Vielleicht auch nicht. Was da mit dem Bloody passiert ist? Der würde vielleicht sogar mitmachen. Aber er hat gerade keine Möglichkeit aufzunehmen. So richtig so mit nicht merkwürdigen Hintergrundgeräuschen. Das ist ein bisschen doof. Deswegen kann er gerade nicht. Ups. Wir spielen gerade privat ganz fleißig Stardew Valley. Im Multiplayer. Oh. Bienchen. Ja, wieso kann ich die nicht... Na, komm her. Komm. Ist noch einer auf die Fresse. Los, komm her. Au. Wie ging das jetzt mit dem Skill besser? Bist denn du? Schild haben wir auch noch. Sind ja schon sehr, sehr erfolgreich. Vielleicht werden wir es dann, wenn es offiziell der Multiplayer raus ist, im Moment ist ein Lightbox bitter. Werden wir bestimmt auch nochmal reinschauen. Vielleicht wird das dann gestreamt oder so. Ich glaube, Stardew Valley eignet sich mehr zum Stream. Wow, Alter. Wir ein Level abbekommen, ja. Ich merke direkt, ups, wie wir instant stärker geworden sind. Wir haben nämlich die Hasen ja vorher nicht mit dem aufgeladenen Ding sie hier kaputt bekommen. Den Angriff, der ist cool. Okay. Gucken wir doch nochmal. Kampf. Kann ich den nochmal upgraden? Ja, ein Silberpunkt. Ach, da es gibt Silber, Gold und irgendwelche anderen Punkte. Gucken wir mal, kann man die hierfür ausgeben vielleicht? Anpassen welche Angriff und Mana um 1% pro Talent, wer will. Ja. Okay, was haben wir noch? Hartnäckig, erhöht den maximalen LP. LP gewinnt durch Aufsammeln von Gesundheitsorbs wird 10% erhöht. Das ist interessant. Das müssen wir mal noch alles in Ruhe durchgehen. Das werde ich vielleicht nicht Trick hier machen in der Aufnahme, dann wäre ein bisschen öde. So, wir gehen jetzt hier mal weiter. Wir wollen jetzt hier die Story fortsetzen. Jetzt können wir nochmal hier mit der Biene probieren. Das ging gut, ey. Das ging richtig gut. Da ist ein Angler. Hey, auf dem Weg nach Evergreen nehme ich an. Sehr vorsichtig. Ja, hab ein paar Sätze im Typen im Fluss gesehen. Legen Falle oder so. Ist klar. Boah, da haben wir einen kritischen Treffer gelandet. Ah, ich wollte jetzt mit den Schulterbuttons wollte ich jetzt blocken. Weil ich dachte, dass man das so macht. Uiuiui, das ist ja so ein gefährliches Häschen. Warte, Junge, kriegst du auf die Fresse. Blödes Bienchen. So, okay, komm, wir gehen jetzt mal weiter. Wow. Da ist eine Truhe, die nehmen wir noch mit. Hey, komm her.
Ja, da war Gold drin oder so. Gold ist gut. Mit Gold kauft man sich wahrscheinlich Ausrüstung. Oh, da ist ja was los. Was ist denn das für ein Typ, der Freddy? Der sieht immer hässlich aus. Das ist weit genug, Girl. Und Freddy und Teddy, alles klar. Wir gehen zu den Prüfungen, was? Das könnte ein Problem sein, da die Brücke jetzt besitzt der schwarzen Frettchen ist. Aber du hast Glück, wir sind Geschäftsleute, keine Banditen. Du kannst passieren, wenn du uns 1 Milliarde Äpfel gibst. Wenn das nicht Grandeas Spitzenhandelsware ist, erbärmliche Schwächlinge. Hä? Was? Ich war schon unterwegs als... Es ist ein entsprechender Beutel, Bruder. Das Ding muss ein Vermögen wert sein. Immerhin habt ihr damit Gib uns den Beutel, du Gürre, bla bla. Anmaßende Sterbliche. Das hat rote Augen. Ich bin ein Gott vor euresgleichen. Wie könnt ihr es wagen, mich zu unterbrechen? Zieh deine Klinge, Junge. Zeig ihnen mal keine Gnade. Alles klar. No problem. Krass, Alter. Geht jetzt direkt hier. Ja, Zoll, bla, Brudi. Ich pass mal auf, Jungs. Okay, beeindruckend, sie haben es geschafft, sogar meine Erwartung zu unterwerfen. Okay, das war echt schwach. Nein. Verdammt, Bruder, was ist mit diesem Kind los? Ihr hattet diesmal nur Glück. Ihr nutzlosen Narren! Oh, Mist. Alter, das hier die Brillengang, oder was? Komm zurück, Boss. Das ist nicht so, wie es aussieht, Boss. Wir. Schweigt. Ich verschwinde für 20 Minuten und kaum, dass ich zurück bin, hat euch irgendein Kind vermöbelt. Hey, Sekunde mal. Das ist das Plag. Das kommt hier selbst nicht mit Bezahlung nicht durch. Das ist ein wahrgewordener Traum. Ich darf dieses Kind aufmischen. Ärger, Boss. Du bist der Beste. Halt die Fresse, du Assi. Okay, jetzt kommt der richtige Kampf. Fight. Ja, hab ich geblockt, Junge. Unser Schild ist down. Au. Autsch. Ach, jetzt ist unser Schild wieder voll. Bist du doof? Na los, komm, mach nochmal so einen coolen Move. Easy. Schon weit weg. Hui. Tja, das war's mit dir. Unmöglich, wie kann das? Wäre ein krasser Dude. Ja. Boss, ihr Bastarde, bist du noch ein Boss? Kannst du stehen? Lass mich in Ruhe, ihr Schwachköpfe. Ich bin nur im Stein gestolpert, das ist alles. Das bekommt man, wenn man das falsche antike Artefakt beleidigt. Was zum? Lass uns abhauen, Boss. Dieser Beutel bedeutet Ärger, Grüß, Schätze. Er lässt sich nicht ändern. Dieses Mal hast du Glück gehabt, du Zwerg. Nächstes Mal bist du erledigt. Da geht die Brücke wieder auf. Was für ein Haufen Clowns. Gut, dass ich eine Lektion erteilt habe. Lass uns jetzt gehen, Junge. Wir müssen die Prüfung bestehen. Alter Beutelomeas, Junge. Er ist ganz schön fies geworden. So. Ups. Oh, Loading. Evergreen Fields. Okay. Ich würde sagen... Oh, fuck. Der ist richtig hart, aber los. Aha, daneben. Okay, mach den Hasen noch platt. Und dann würde ich sagen, wir machen für heute erstmal Schluss mit diesem wunderschönen Level Up. Und wir sehen uns dann
vielleicht in der nächsten Folge wieder. Lass auf jeden Fall einen Daumen da. Über den Support würde ich mich gerne freuen. Und damit ich weiß, ob ich das Spiel weiterspielen soll oder nicht. Wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Haut rein und tschaußen.